Moin Moin zu Geekshow, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik. Moin Moin und wunderschöne sonnige Grüße aus dem, na, heute gar nicht mal so sehr warmen Frankfurt. Und du bist wieder in der Stadt des Faschings, gell? In Köln, oder? Alter, fängst du schon wieder an. Das heißt nicht, ach komm, hör auf. Bei uns heißt es guten Abend und woanders heißt es guten Morgen. Und bei uns ist die Kim. Hi Kim. Guten Morgen. Kim, stell dich auch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Kim Kischel. Ich bin Produktmanagerin für den Bereich Office 365 bei Microsoft und arbeite in Redmond. Also bin jetzt gerade in Seattle Downtown, nicht in Redmond im Büro. Ja, und war vorher in der deutschen Microsoft GmbH. Und du hast uns zuletzt schon was bei Geek Sprech zu Office 365 erzählt und wirst uns heute ein bisschen was dazu zeigen. Ist das richtig? Genau, heute schauen wir uns ein bisschen an, wie die Experience für Admins aussieht in Office 365 und dann auch so das ein oder andere End-User-Feature. Sehr Sehr cool. cool. Und wer ein bisschen mehr über Kim an sich erfahren will, der ist wohl leider gezwungen, den Podcast anzuhören, denn da erzählt sie auch ein bisschen über ihren Job und was sie da so tut und wo sie sich da so rumtreibt. Und vor allem kann man da auch erfahren, wo man Witze macht, auf die man eine Minute lang warten muss, bis sie beim Publikum ankommen. Also hört euch den Podcast an. Ansonsten würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Wir sehen ein Admin Center. Kim, erklär uns, was ist das, wozu gibt's das und was wollen wir damit? Genau. Also ich bin jetzt gerade in Office 365 als Admin eingeloggt. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur ganz normaler Anwender bin, das heißt, ein User-Account habe, einfach meine Lizenz zugewiesen bekommen habe, dann habe ich auf diesen Bereich nicht Zugriff, nie Zugriff und werde den auch nie sehen. Das heißt, ich muss wirklich hier die bestimmte Berechtigung bekommen für meine Office 365-Umgebung, für den sogenannten Tenant. Und dann komme ich hier eben in dieses Verwaltungsportal, wo ich ganz viel Unfug und tolle Sachen mit Office 365 tun kann, einstellen kann und auch einsehen kann. Und da schauen wir uns heute einfach mal so ein paar Sachen an, wie ich mich sozusagen in Office 365 auch als Admin bewegen kann, weil es natürlich einfach anders aussieht, wenn ich jetzt die Exchange-Umgebung oder die SharePoint-Umgebung komplett bei mir selber aufgebaut habe. Und ja, in Office 365 ist es einfach ein bisschen Unterschied und ich habe natürlich auch viel mehr Dinge, die hier wirklich zentral verwaltet werden. Ja, also hier bin ich jetzt, wie gesagt, hier oben, Megan, bin ich. Das ist eine Demo-Umgebung an der Stelle, aber hier oben sehe ich dann sozusagen immer mein eigenes Profil, als wäre ich eingeloggt bin. Und hier in der Office 365 Admin Center Home-Umgebung sozusagen habe ich erstmal einen Überblick über die wichtigsten Funktionen, die ich als Admin ausführen kann. Also hier sehe ich zum Beispiel meine kompletten User. Billing ist eben das ganze Thema rund um Subscriptions. Also Office 365 ist ja eine benutzerbasierte Lizenzierung, die ich sozusagen monatlich, wenn ich so will, abschließe bzw. auch verändern kann. Office Software ist natürlich das Deployment von den Office-Applikationen auf dem PC. Domains kann ich ja auch ganz normal verwalten, also bis zu 900 Domänen in meine Office 365-Umgebung mit reinholen. Und dann hier noch so ein paar unterschiedliche andere Sachen, wo wir uns gleich Stück für Stück ein paar anschauen werden. Das Coole an dem neuen Admin Center ist, also wenn ich jetzt Office 365 schon vor ein paar Jahren gekauft habe, dann werde ich in den letzten paar Monaten gemerkt haben, dass sich die Umgebung komplett verändert hat. Das heißt, wir haben hier ein Redesign gemacht, ein großes, damit man einfach auch viel stärker personalisieren kann und dass jeder Admin hier sozusagen die Umgebung so aufbauen kann, wie sie für ihn am meisten Sinn macht. Und deswegen habe ich hier dann eben auch so relativ einfache Editierfunktionen, wo ich dann ganz einfach mit Drag and Drop das Ganze so gestalten kann, wie ich das möchte und auch Karten hier entsprechend entfernen kann, wenn ich sage, okay, das ist jetzt ein Thema, das ich persönlich als Admin nicht brauche und deswegen möchte ich den View für mich einfach persönlich ändern. Das hat dann also auch wirklich nur Auswirkungen auf dich als angemeldete Person und nicht auf den Tenant als solches. Genau. So, dann würde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen in das Ganze, in die User-Verwaltung gehen. Hier hängt es natürlich hier kommt es natürlich ein bisschen darauf an, User-Verwaltung kann ich genauso auch über PowerShell machen. Wenn ich jetzt mit einer Umgebung, also wenn ich jetzt Admin für eine Umgebung bin von 50.000 Anwendern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ganze hier über die UI mache, relativ gering. Dann greife ich wirklich Tools wie PowerShell, weil es da dann auch nochmal zusätzliche Funktionen gibt, auch zur Automatisierung etc. Aber bei kleineren Unternehmen, also da reicht absolut die UI aus, das hier drüber zu machen, je nachdem auch,
welches Identity-Szenario ich ausgesucht habe. Also und rein theoretisch habe ich halt hier jetzt den kompletten Überblick meiner Anwender. Ich sehe hier unter Status, was für eine Lizenzierung die gerade haben und suche jetzt einfach mal hier den Achim Meier, wähle ich mal aus und klicke mal drauf und bekomme jetzt hier auch direkt so eine kleine Karte, die dann als Pop-up rauskommt, wo ich dann auch direkt kann, Rollen zum Beispiel, hier nur User, also nur Anwender, hat keinen Admin-Zugriff auf die Umgebung. Ich sehe hier direkt, für welche Produkte er lizenziert ist. Verschiedenste E-Mail-Adressen, wenn er dann noch unterschiedlich hat, also wenn ich jetzt zu verschiedenen Domänen zum Beispiel zugehöre, und kann dann eben auch noch so ein paar zusätzliche Infos mehr angucken über den einzelnen User. Passwort Reset, User entfernen, also alles Mögliche kann ich jetzt hier relativ schnell in der kleinen Karte dann sozusagen machen. Eine Sekunde, kannst du nochmal auf den User gehen? Weil das ist was ich sehr häufig gefragt werde, wie dann die Zuweisung der Lizenzen aussieht. Kannst du das mal ganz kurz zeigen, diesen Schielregeln? Das, das würde ich machen, wenn ich würde jetzt mal einen neuen User hinzufügen und das dann machen. Okay. Ja. So, jetzt fügen wir einfach mal neuen Anwender hinzu. Ich bin hier mit meinem Namen in dem Tent noch nicht drin, deswegen wähle ich einfach mal meinen eigenen. Wenn ich jetzt hier eine bestimmte, also Display-Name wird erstmal automatisch generiert, wenn ich jetzt eine bestimmte Art und Weise habe, wie ich zum Beispiel Usernamen eingebe, kann ich das ja auch tun. Domains, hier würden mir jetzt alle angezeigt, also wenn ich noch zusätzliche Domänen registriert hätte, das ist einfach erstmal die onmicrosoft.com, das ist die Standarddomäne, die eben aufgesetzt wird, wenn ich einen neuen Tenant einrichte. Die steht jetzt hier auch nur zur Auswahl. Location von einem Anwender, Passwort automatisch generiert, also je nachdem, da könnte ich jetzt auch sagen, nee, ich möchte jetzt hier das Standardpasswort unseres Unternehmens erstmal verwenden und zwinge den Anwender dann aber beim ersten Sign-in das natürlich erstmal zu verändern. So, und hier unten wird es jetzt spannend. Hier wähle ich jetzt aus, welche Lizenzen der Benutzer von mir bekommt. Also ich sehe jetzt hier auch direkt erstmal, welche Lizenzen sind denn in meiner Umgebung überhaupt vorhanden. Das heißt, welche Lizenzen habe ich abgeschlossen bzw. gekauft aktuell und kann das jetzt hier auch ausklappen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, Enterprise Mobility und Security E5 bekommt der User das Komplettpaket. E5 genauso, also das ist jetzt eher auch das ganze Standard-Anwender-Thema, wo wir jetzt eben Microsoft Teams, Microsoft My Analytics und kann jetzt hier, wenn ich auch zum Beispiel bestimmte Features nicht zur Verfügung stellen möchte, Microsoft Startup, Microsoft My Analytics, das eben an- oder ausschalten und der Benutzer bekommt dann eben nur einzelne Lizenzen der sogenannten E5-Lizenzierung. Das ist eigentlich das größte Paket, was wir in Office 365 haben, zur Verfügung. Also hier unten sehen wir so ein bisschen die Standard-Services, Pro Plus, das sind die Office Clients, SharePoint, Exchange und kann jetzt hier eben, wie gesagt, nach Belieben zuweisen oder auch wieder wegnehmen. Ich kann diese Zuweisung aber auch nachträglich noch ändern, wenn ich merke, ups, der hat ein bisschen zu wenig bekommen oder der hat ein bisschen zu viel bekommen? Absolut, das kann ich jederzeit ändern. Also da gibt es jetzt keine irgendwie zeitlichen Einschränkungen, sondern wenn ich dann 2 Minuten später eine Mail oder einen Anruf vom Anwender bekomme und der sagt mir, nee, ich brauche unbedingt auch das und das oder sein Chef sagt, er braucht das und das, dann stelle ich einfach den Regler wieder um und dann bekommt er die entsprechende Lizenz und Zugriff auf den Dienst. Okay. Genau, und dann müsste ich einfach nur noch auf Add, also hinzufügen, klicken und dann ist der User sozusagen sofort einsatzfähig mit seiner Mailbox. Also es ist so ein bisschen User Experience, hier habe ich jetzt nochmal, oh, das wollen wir mal ausklappen. Hier habe ich jetzt auch noch zusätzlich die Möglichkeit direkt über die UI, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen mit 20 Anwendern bin, da brauche ich jetzt nicht unbedingt ein On-Prem-AD aufbauen, wenn ich noch keins habe. Also zum Beispiel das Beispiel Startup, ja, also ganz kleines Unternehmen, aber ich habe eben schon 20 Anwender, die ich jetzt in Office 365 aufsetzen will. Dann kann ich das Ganze auch über die Multiple-User-Funktion machen und da muss ich einfach nur ein CSV-Sheet hochladen und dann werden die ganzen Benutzer eben direkt automatisch sozusagen angelegt. Und hier haben wir auch die Vorlagen für, das heißt, da weiß ich dann ganz genau, welche Details muss ich denn eingeben, in welchem Format, um das Ganze dann hochzuladen. Und wenn ich auf Verify klicke, dann wird auch direkt überprüft, ist das CSV-File in dem Format, wie es sein sollte, weil nur dann funktioniert auch tatsächlich der nächste Schritt, wo ich dann auf Next klicke. Also relativ einfache Funktionen hier schon in der UI. Und für die großen Konzerne ist das Ganze dann meistens über PowerShell geregelt.
Gibt es auch die Möglichkeit, massenhaft User zu erstellen in Office 365? Also so ein Bulk-Erstellung? Das ist das mit den Multiple Usern. Also das wäre jetzt ein Bulk-Upload wirklich von den Anwendern. Ja, wenn ich jetzt also 20, 100, 150 habe an der Stelle. Oder, wie gesagt, eben wirklich dann, wenn ich im Großkonzern bin, dann mache ich das Ganze über PowerShell irgendwann, weil es einfach einfacher ist. So, dann gehen wir jetzt nochmal zurück auf unsere Home-Oberfläche. Zeige ich vielleicht nochmal einmal ganz kurz. Gehen wir nochmal zurück auf unsere Home-Oberfläche. Und jetzt würde ich einmal eine Anwendung zeigen, und zwar das Message Center. Das ist ein absoluter Go-To, sage ich mal, für jeden Admin, weil wir darüber unsere ganze Kommunikation abhandeln und im Endeffekt über den Dienst berichten, was wird passieren. Also darüber passiert sozusagen die komplette Kommunikation von Microsoft an den Office 365 Admin über Informationen, die wichtig sind für die entsprechende Umgebung. Und da geht es jetzt zum Beispiel, da gibt es verschiedene Kategorien. Ich klappe das hier einmal aus. Grundsätzlich zwei, stay informed, das heißt, es ist eigentlich nur eine Information, es passiert ein bisschen was Neues, es gibt neue Features, aber es gibt nicht zwingend ein To-Do für den Admin, sondern ja, wir haben jetzt vielleicht ein neues Feature released, das hat aber erstmal eigentlich keinen Impact auf die Anwender, weil man das aktivieren müsste oder wirklich freischalten müsste oder einrichten müsste als Admin. Das heißt, good to know, aber es hat erstmal keine Auswirkung auf meine Umgebung. Plan for Change, da sieht es dann jetzt zum Beispiel ein bisschen anders aus. Also Plan for Change heißt tatsächlich, ich muss als Admin wirklich aktiv etwas tun oder mich auf etwas vorbereiten oder meine Unternehmen auf die Veränderung eben vorbereiten, weil sich in Office 365 etwas ändert. Und danach würde ich jetzt auch mal filtern. Da hatten wir jetzt vor kurzem, am 20. April zum Beispiel, eine Mitteilung, die in der Kategorie Plan for Change war. Und da klicke ich jetzt einmal mal drauf. Bekommen dann hier halt auch immer direkt ein Pop-up und da stehen jetzt die gesamten Details drin. Hier in dem Beispiel geht es zum Beispiel darum, Pro Plus, das sind die Office Clients, also ist der Office Client aus Office 365 und da wird es ein paar Veränderungen bezüglich der System Requirements geben. Das Gute hier an der Mitteilung ist, also hier gibt es dann auch nochmal so ein paar zusätzliche Informationen, da wird jetzt ein Blog aufgerufen, der hier auch referenziert ist. Das Gute hier drin ist, also worum es hier im Endeffekt kurz zusammengefasst geht, wir werden ab 2020 wird Plus sich nur noch verbinden können mit, also sozusagen Clients müssen im normalen Support-Zyklus sein, auch nicht im Extended Support, damit sie sich mit Office 365 verbinden können. Wenn ich jetzt Pro Plus habe, ist es natürlich etwas anderes, weil die sozusagen immer maximal ein Jahr zurück sind. Das heißt, sie sind immer im Support-Zyklus oder sollten es zumindest sein. Wenn ich jetzt aber eben noch Standard-Clients einsetze, MSI, dann ab 2020 müssen die tatsächlich im normalen Support-Zyklus sein, damit die sich überhaupt noch mit Office 365, also sprich Exchange zum Beispiel, für Outlook verbinden können. Und so wichtige Informationen werden dann auch wirklich übers Message Center mitgeteilt und sind absolut wichtig für jeden Admin, da wirklich regelmäßig reinzuschauen. Ansonsten gibt es ja einfach auch relativ viele Mitteilungen, die so einfach Feature-Updates zum Beispiel, das hatte ich gerade genannt, da stehen dann eben die gesamten Details immer drin und wenn es dann noch externe Links gibt, dann sind die auch meistens in den Artikeln referenziert, damit man den kompletten Background auch bekommt. Das ist, glaube ich, auch das, was viele Kunden bei anderen Produkten sich auch wünschen würden. So eine Übersichtsseite, wo man über alle Änderungen, die da waren, beziehungsweise die da kommen, irgendwie informiert wird. Denn diese Änderungen passieren ja sehr, sehr schnell. Wir sehen es ja hier, 31. Mai, 30. Mai, 26. Mai, das geht ja Schlag auf Schlag, dass dort Änderungen und neue Features kommen. Was natürlich cool ist, weil man so natürlich auch viel agiler wird. Auf der anderen Seite ist es auch immer gut zu wissen, was da denn so passiert, ne? Genau, also hier ist eigentlich auch, also das Message Center ist natürlich etwas, wo jetzt erstmal auch nur der Admin drauf Zugriff hat. Das heißt, es wird natürlich jetzt auch den Endanwendern erstmal nicht mitgeteilt, aber das bringt den Admin natürlich oder die IT-Abteilung natürlich ein bisschen in eine Stelle, wo sie eigentlich mehr
proaktiv auch agieren sollte, wenn man sich in der Cloud-Welt eben befindet. Ja, das heißt, wenn jetzt neue Features dazukommen in SharePoint oder generell in der Umgebung, dann ist es eigentlich an der IT gelegen zu sagen, okay, das ist für mein Business total relevant, für Marketing, für die Finanzabteilung, wo auch immer. Und sozusagen dem Business dadurch zu helfen, dass sie jetzt diese ganzen Informationen haben. Hey, neues Feature, ich glaube, das macht euch die Arbeit leichter oder das kann euch super helfen. Und sind da jetzt eigentlich ja in der Stellung, wo sie ein ungemeines Wissen haben, um das Business wirklich auch weiter zu treiben. Das heißt, es verändert auch so ein bisschen die Stellung der IT von, ich sag mal, oft ja in der Vergangenheit reaktiv zu, hey, ich kann jetzt auch proaktiv auf mein Business zugehen und sagen, guck mal, was es jetzt Neues Cooles gibt, das ist wahrscheinlich für euch relevant. Was natürlich auch immer extrem interessant ist, jetzt für mich als Admin ist, ich habe jetzt Office 365 gekauft, meine Firma hat jetzt das Investment gemacht. Und jetzt würde ich auch mal gerne ein Gefühl dafür bekommen, wie meine Anwender eigentlich den Dienst nutzen und was sie auch überhaupt von dem Dienst nutzen. Und genau dafür haben wir die sogenannten Usage Reports entwickelt, wo ich dann eben genau das runtergebrochen sehe auf die einzelnen Dienste, was meine Anwender eigentlich dort so machen. Genau, also hier habe ich jetzt erstmal so einen groben Überblick darüber, die einzelnen Dienste, E-Mail, OneDrive, SharePoint, Office-Aktivierung und noch viele andere. Und hier oben kann ich jetzt wirklich runtergebrochen auf die einzelnen Dienste wirklich sagen, was möchte ich mir denn vielleicht mal ein bisschen genauer im Detail anschauen. Also Office 365 Aktivierung, das sind jetzt sozusagen die Office-Gates an der Stelle, SharePoint-Aktivitäten, Exchange und kann da dann wirklich mal in die Details reinschauen, um zu gucken, wie sind denn die Aktivitäten, wie viele Anwender benutzen das eigentlich. Und da würde ich jetzt einmal in die Aktivierung eingehen. Das ist ja schon mal eine ganz schön lange Liste. Ne? Da sieht man erstmal wieder, wie viele Einzelfeatures und Funktionen da so drinstecken. Ja, absolut. Das ist eine relativ lange Liste und wir arbeiten da auch immer noch weiter drin. Also wir haben jetzt gerade in der Preview das Power BI Dashboard, wo ich dann nochmal einen viel, viel größeren Überblick darüber wirklich bekomme und einen ganz anderen Drill-Down in die ganzen einzelnen User-Aktivitäten innerhalb der Dienste. Und jetzt bin ich zum Beispiel mal in die Aktivierung reingegangen. Hier sehe ich jetzt einmal runtergebrochen, ist das Ganze auf Office 365 Pro Plus. Also das sind sozusagen die Standardapplikationen, Word, PowerPoint, Excel etc. Und Project und Visio, weil es einfach einzelne Lizenzen sind. Deswegen sind die nochmal so ein bisschen an der Stelle rausgenommen. Und hier unten habe ich dann, also User, die Benutzernamen sind hier an der Stelle verschleiert. Ich sehe hier die Produktlizenzen, wann die Aktivierung zum Beispiel passiert sind und hier auch den Unterschied Windows versus Mac und die Mobiltelefon- und Tablet-Aktivierung, die ich auch an der Stelle habe. Bin jetzt einmal von den Aktivierungen auf die Anwender wirklich gewechselt, also sehe dann hier auch, okay, wie hoch ist denn die Anzahl der einzelnen Anwender eigentlich, die assigned sind, also das heißt, wie viele haben es zugewiesen bekommen, versus die es tatsächlich benutzen und auch aktiviert haben. Ja, das ist natürlich auch immer ein Unterschied. Klar, ich habe ihm die Lizenz vielleicht gegeben, aber Aktivierung ist ja nicht zwingend an der Stelle. Das ist natürlich gerade bei Themen wie Project ein Thema, wo ich Geld ausgebe, vielleicht, obwohl es gar keiner nutzt. Ne? Genau. Project ist definitiv einer der, ich sag mal, Investitionen, die ist wirklich eine Investition an der Stelle. Und wenn ich da einen Überblick darüber habe, hey, ich habe noch hier 100 Anwender vielleicht, die haben zwar Project zugewiesen bekommen, nutzen es aber eigentlich gar nicht, haben es nicht mehr aktiviert, ist wirklich die Frage, muss es noch an der Stelle sein oder kann ich die Lizenz anderweitig verwenden oder tatsächlich sogar zurückgeben? Ja, also nicht zurückgeben, sondern einfach wieder abmelden an der Stelle. Hier habe ich jetzt einmal einen Filter ausgewählt. Hier kann ich dann direkt auch sagen, okay, ich möchte mir jetzt vielleicht nur mal ein paar bestimmte Sachen angucken, Windows, Mac, also kann hier dann beliebig wirklich filtern, wenn es jetzt einen bestimmten View gibt, den ich mir einfach mal angucken möchte, von den einzelnen Aktivierungen. Ja, und da sieht man dann, also, dass ich hier wirklich, das funktioniert pro Dienst, dass ich hier wirklich die entsprechenden Drilldowns auch wirklich machen kann, um mal zu gucken, hey, wie verhalten sich meine Anwender in der Umgebung? Wo gibt es vielleicht Einsparungspotenziale, wie jetzt zum Beispiel bei Project? Und OneDrive zum Beispiel ist immer ein ganz schönes Beispiel. OneDrive kommt natürlich automatisch mit. Ja? Das ist so ein bisschen das persönliche, also ich sage immer, das ist das C-Laufwerk, nur wir haben es halt in die Cloud gehoben. Das ist mein persönlicher Speicher.
Und viele Anwender wissen manchmal einfach gar nicht, dass es da ist oder dass es das jetzt gibt. Ja, sie haben 1 Terabyte beziehungsweise sogar mehr Speicherplatz da in der Cloud und benutzen es aber gar nicht. Und dann ist vielleicht auch die Frage, müssen wir da noch mal ein bisschen was an der Kommunikation machen? Müssen wir noch mal ein Training rausgeben für die Endanwender, damit sie wirklich anfangen, das Ganze auch zu nutzen? Wenn ich sehe, da sind einfach kaum Aktivitäten in dem Dienst. Das ist dann immer so ein ganz schöner Indikator. Klar, E-Mail werden die Benutzer so oder so immer machen, weil darin leben wie wir auch die meisten anderen Leute tagtäglich. Aber dann so die ganzen neuen Funktionen, da bekomme ich dann relativ schnell einen Überblick, okay, brauchen wir hier vielleicht noch mal ein bisschen Kommunikation und Training, um das Ganze auch wirklich weiterzutreiben im Unternehmen. Und ich sehe, ich kann diese Daten auch exportieren, weil ich denke, das ist ja eine der ersten Fragen, die sonst so auf mich zukommt. Kann ich die Daten dann auch weiterverarbeiten fürs Management oder ähnliches? Geht. Genau, also ja. A, geht, genau, und dafür gibt es dann aber auch nochmal, da habe ich jetzt nur in dieser speziellen Umgebung, hier leider keine Daten drin, da hilft dann auch nochmal viel, viel stärker das ganze Thema, also der Adoption Overview, da bereiten wir dann tatsächlich auch Berichte vor, die nochmal viel, viel besser fürs Management geeignet sind. Okay. Ich kann da vielleicht einmal ganz kurz einen Screenshot zeigen. Genau, also das ist jetzt nicht eine Live-Umgebung, das ist jetzt zwar nur ein Screenshot, aber hier bekomme ich jetzt mal einen ganz schönen Einblick darüber. Office, also das Adoption-Kit ist sozusagen jetzt gerade noch in der Public Preview gegangen in der letzten Woche. Das heißt, jetzt kann ich tatsächlich auch das nutzen. Das ist aber eben noch nicht sozusagen Production-ready komplett. Und hier sehe ich jetzt, dass es wirklich. Das Ganze ist in Power BI aufbereitet und das sind auch eigentlich Management-Ready-Reports, die ich hier sozusagen mir dann wirklich ziehen kann. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel noch größere Überblicke, also nicht nur runtergebrochen auf die einzelnen Dienste, sondern sehe jetzt zum Beispiel auch im letzten Monat, wie viele meiner Endanwender waren denn tatsächlich aktiv. 97,3, die jetzt den Dienst genutzt haben. Da geht natürlich dann alles mit rein. Exchange, Skype for Business, etc. Und da gibt es jetzt eben verschiedenste Ansichten, auf die ich das Ganze wirklich runterbrechen kann. Hier ist jetzt High Level Office 365 tatsächlich ausgewählt. Und hier habe ich jetzt die verschiedenen Kategorien von enableden Usern, also die wirklich Lizenzen zugewiesen bekommen haben, aktive Benutzer, monthly returning users, wenn ich sozusagen will. First time users habe ich jetzt hier, sehe ich jetzt keinen gelben Balken dabei, aber da habe ich dann noch mal wirklich in dem neuen Power BI Overview wirklich verschiedenste Eindrücke darüber, wie wird denn mein Dienst eigentlich benutzt und genau das ist eigentlich das, was ich als Admin dann später dem Management geben will, weil es eine viel schönere Ansicht ist, die ist natürlich viel visualisierter, als wenn ich einfach nur so einen aus in Excel exportierten Datenhaufen an mein Management sozusagen rüberschmeiße, sondern hier habe ich dann auch immer schön ein paar Grafiken drin, unterstützt mit ein paar Zahlen an der Seite und das ist dann absolut Management-ready an der Stelle auch. Ja, bunte Bildchen sind immer gut im Management, das habe ich gelernt. Genau. Sehr schön. Genau, eine letzte Sache, die ich jetzt hier nochmal im Admin-Center zeigen würde, ist das ganze Thema Service Health. Da geht es im Endeffekt darum, wenn jetzt ein Problem tatsächlich im Dienst auftritt, dann ist es natürlich nicht so, wenn ich jetzt einen Exchange-Server bei mir im Rechenzentrum stehen habe und da funktioniert irgendwas nicht, dann bin ich natürlich derjenige, der jetzt was zu tun hat. Wenn jetzt aber tatsächlich am Exchange-Online-Dienst etwas nicht funktionieren würde, dann habe ich natürlich nicht den gleichen Zugriff darauf, wie jetzt in meinem eigenen Rechenzentrum, weil es ja durch uns, also durch Microsoft an der Stelle betrieben wird. Das heißt, wenn jetzt mich ein Anwender anruft und sagt, hey, also bei mir kommen keine E-Mails mehr an, ich kann keine E-Mails mehr schicken. Gibt es irgendein Problem, dann ist zum Beispiel das Service Health Dashboard für einen Admin erstmal so die erste Anlaufstelle, um zu gucken, ist am Dienst, liegt es tatsächlich am Dienst, also gibt es ein Problem auf Microsoft-Seiten oder wenn das nicht der Fall ist, dann natürlich muss ich schauen, okay, was funktioniert jetzt gerade bei dem Endanwender nicht, hat er nicht gesehen, dass er keine Internetverbindung hat, was auch immer. Ja, aber das Service Health Dashboard ist sozusagen für mich als Admin erstmal die Stelle, an der ich sehe, okay, wie ist denn gerade der Gesundheitszustand der einzelnen Dienste, wo ich dann hier auch direkt an den kleinen Icons erkenne. Grün natürlich, ja, läuft alles super, funktioniert alles gut. Das blaue i
Heißt, da gibt es jetzt ja einfach nur ein Advisory, also eine Information. Das heißt aber nicht im Zweifelsfall, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Das Ganze kann ich dann natürlich ausklappen, sehe dann direkt hier das Datum, also wann war das tatsächlich der Fall, und kann dann hier auch wirklich in die Details reinschauen, also was ist denn passiert. Und hier dann zum Beispiel Q&A in Cortana Value Retrieval Issue. Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr spezifischer Fall an der Stelle in Power BI und ist dann natürlich auch die Frage, ob das jetzt tatsächlich einen User-Impact für mich hatte oder einfach nur, okay, gut zu wissen, aber hat wahrscheinlich auf meine Umgebung erstmal keine Auswirkung gehabt. Skype for Business, da haben wir jetzt ein rotes Icon, das heißt natürlich, okay, da könnte es tatsächlich einen Impact gegeben haben. Und hier steht jetzt auch direkt unter User-Impact, dass die Endanwender im Zweifelsfall nicht in der Lage waren, Skype for Business oder Link über den Mozilla Firefox Browser zu nutzen. Ja, dann sehe ich hier eben entsprechend nochmal die Details, wann das passiert ist, was genau der Impact war, auch wenn es schon resolved ist, natürlich wann, also hier gibt es zum Beispiel jetzt auch ein paar Updates zu dem Problemfall und kann dann wirklich mir die komplette Historie angucken. Ja, es ist jetzt an der Stelle ein sehr spezifischer Fall, dann könnte ich meine Anwender natürlich darauf hinweisen, benutze einfach einen anderen Browser, wenn du jetzt den Client nicht installiert hast, aber so weiß ich dann, okay, an dem Dienst wird gerade tatsächlich passiert gerade etwas und in diesem, wenn ich genau diese Umgebung habe, dann funktioniert das eben aktuell nicht. Ich wollte gerade sagen, davon ist, von dem Fehler ist ja eh keiner betroffen, denn es nutzt ja jeder den Edge-Browser. Von daher. Korrekt, so wie ich gerade. Ja, sehr vorbildlich übrigens, sehr vorbildlich. Genau, also wir erweitern das Ganze auch nochmal. In Exchange ist das jetzt teilweise schon da, dass wenn es jetzt so, ich sag mal, Service-Incidents gibt, dass ich das dann irgendwann auch so runterbrechen kann, wirklich auf Benutzerebene, dass ich tatsächlich sehe, okay, hier gibt es jetzt gerade ein Problem im Exchange-Online-Bereich und folgende Endanwender sind von dir betroffen. Also das wird jetzt Schritt für Schritt erweitert, dass ich das dann wirklich auf Endanwender-Ebene bald für die verschiedensten Dienste auch wirklich sehen kann. Wenn ich ein Problem habe, sehe ich dann auch direkt, okay, hier gibt es gerade einen User-Impact und das sind meine Benutzer, die sind betroffen. Da kann ich die dann auch proaktiv informieren, beziehungsweise noch etwas weiter in der Zukunft, also steht schon auf unserer Public Roadmap, soll dann auch dazu kommen, dass wir sozusagen In-Product-Meldungen haben für die Endanwender. Also wo dann sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Mail-Web-App bin, dass dann dort steht, hey, es gibt gerade ein Problem mit Exchange Online, du bist betroffen, hier noch ein paar Infos, wir arbeiten daran. Also dass ich dann wirklich erstmal als Admin die Info bekomme, der Endanwender ist betroffen und dann auch gleichzeitig die Option habe, dem Endanwender das direkt in der Applikation mitzuteilen. Das ist ja schon ein bisschen also, abgeholt wird vorher, ja. Genau, also da arbeiten wir da an der Stelle auch wirklich immer an, also das Ganze immer noch weiter zu treiben, dass sozusagen dem Admin ein bisschen Arbeit abgenommen wird und einfach die Kommunikation auch da ist für den Endanwender, damit er weiß, okay, was gerade los ist und dass er einfach weiß, warum es gerade nicht geht. Der geneigte, gute, alte Admin, der guckt sich jetzt das Admin-Center an und denkt sich, Boost, das ist schön, das ist alles Web-Oberfläche, aber wo ist denn mein Exchange und wo ist denn mein SharePoint? Kann man da auch was verwalten? Aber natürlich. Hier habe ich hier unten alle, also hier ist sozusagen meine Menübar, die kann ich auch einmal ganz kurz ausklappen. Das sind jetzt sozusagen die Office 365 übergreifenden Funktionen oder Dienste auch gewesen. Und hier habe ich dann natürlich nochmal die einzelnen Admin-Center für wirklich Exchange, Skype for Business, SharePoint, wo ich dann natürlich meine ganzen Einstellungen machen kann. Also ich kann jetzt einmal, weil du Exchange gesagt hast, gehen wir mal gerade auf Exchange und schauen uns das mal an der Stelle an. Und sehe dann da, also eine Experience, die mir einigermaßen bekannt vorkommen sollte. Also da kann ich dann auch wirklich alles managen von Mailboxen, Admin Rollen, die jetzt spezifisch für den Exchange-Bereich sind, weil ich habe natürlich in einem größeren Konzern habe ich jetzt nicht nur einen Admin, der immer alles können soll, sondern ich habe wahrscheinlich auch dienstspezifische Admins. Und die Admin-Rollen kann ich dann hier auch entsprechend einstellen. Protection, also Quarantäne, Spam-Filter, alles, was das Exchange-Admin-Herz so begehrt, kann ich hier an der Stelle dann auch wirklich weiterhin einstellen. Also das gibt es für jeden Dienst noch. Also nicht jeden, aber die großen Dienste sozusagen an der Stelle immer noch runtergebrochen. Und da sehe ich dann eben auch Skype for Business, SharePoint, OneDrive, die wirklich
sag mal, spezifischen Dienste, wo ich dann auch Admin-Rollen vergeben kann. Und das kann ich weiterhin einstellen. Natürlich ist es nicht wie vorher, ja, der Server steht nicht neben mir. Das heißt, so ein minimal eingeschränkte bin ich dann an bestimmten Stellen, zum Beispiel in der SharePoint-Entwicklung. Aber ich habe noch immer die volle Kontrolle über meine Umgebung. Das klingt gut. Das hast du gut gesagt. Ja. Genau, volle Kontrolle ist auch so ein bisschen, ich sag mal, das richtige Stichwort für das, was ich jetzt als nächstes zeigen würde. Und das ist das sogenannte Security und Compliance Center. Gerade in der Cloud-Welt und heutzutage, wo wir eigentlich immer tagtäglich mit mehr und mehr Daten handhaben oder auch auf mehr Datenzugriff haben, ist natürlich das ganze Thema Security super wichtig und auch Compliance einfach aus regulatorischer Sicht. Und dafür haben wir jetzt, sag mal, eine zentrale Stelle hier in Office 365, das sogenannte Security and Compliance Center, wo ich hier eigentlich alles um die beiden Themen herum einstellen kann und mir auch anschauen kann. Also angefangen bei Data Loss Prevention, die sich ja inzwischen nicht nur auf Exchange beschränkt, sondern tatsächlich auch in SharePoint, das heißt auf einer File-Ebene von Excel, Word etc. Eingerichtet werden kann. Und was ich jetzt hier aber mal zeigen würde, das sind unsere sogenannten Advanced Alerts und das ist das Advanced Security Management. Das ist aber so eine Erfahrung, ja, die man mit der Cloud macht, ne? So, es gibt durchaus ein paar Portale, aber das Spannende ist, früher hat man auch nicht nur eine Management-Konsole gehabt, um Exchange und SharePoint zu verwalten. Aber das ist tatsächlich was ich relativ häufig höre. Oh, mit der Cloud kriegt man ja so viele Oberflächen. Ich glaube, wenn man mal realistisch zurückblickt, mit wie viel Management-Tools man in der On-Premises-Welt gearbeitet hat, das war nicht wirklich weniger. Ja, also hier an dem ASM liegt es auch ein bisschen daran, dass ich jetzt sozusagen hier sogar vielleicht noch einen Schritt weiter gehen kann über Office 365 hinaus. Das zeige ich gleich auch nochmal, warum das so ist. Aber ich habe immer nur eine Ausgangsstelle. Also ich sehe, ich bin immer wieder zu Office 365 zurückgegangen, habe da mein kleines, also mein Waffle-Menü, wie wir das so schön nennen, und kann mich darüber dann wirklich in die einzelnen Portale auch wirklich navigieren. Aber ja, es sind natürlich immer etwas andere Oberflächen oder Webseiten an der Stelle, aber über eine zentrale Stelle annavigiert zumindest. Mhm. Ja, wir sind jetzt im Advanced Security Management Portal drin. Das, womit ich jetzt hier erstmal einsteige, das ist ein Überblick von Policies, die ich hier eingestellt habe. Ich sehe jetzt hier ein paar Beispiele von Policies, die hier drin sind. Da gibt es auch Vorlagen von uns, die man entsprechend verwenden kann oder eben seine eigenen Policies hier einstellen. Ein paar Beispiele. Mass Download by Single User. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein Massendownload stattgefunden hat von einer bestimmten, von mir definierten Anzahl an Dateien in einem bestimmten Zeitraum. Oder Risky IP Address Lock-On. Diese Dateien kämen dann von SharePoint zum Beispiel oder von... Genau. Also alle Dateien, die sich in meiner Office 365 Umgebung befinden und die dann sozusagen als Massendownload irgendwo lokal heruntergeladen worden. Es ist an der Stelle sehr wichtig zu unterscheiden, wo diese Informationen jetzt herkommen, weil gerade diese Telemetrie-Geschichte bei uns hier in Deutschland ja eine sehr spannende ist. Und das ist natürlich jetzt was ihr ganz klar vom Backend, sag ich mal, abziehen könnt, und dass ihr sagt, hier, das ist eine Information, die natürlich im SharePoint enthalten ist und nicht jetzt vom Client, sag ich mal, also vom User auf dem Client hergezogen wird. Ne? Genau. Ich würde jetzt hier auch mal kurz in die Einstellung gehen, damit man so ein bisschen Überblick bekommt von dem, was man hier eigentlich einrichten kann. Also Policy Template ist einfach erstmal eine Vorlage, die hier genutzt wurde. Dann natürlich den Namen, den ich einstellen kann. Ich kann jetzt hier auch sagen, wenn dieser entsprechende Fall eintritt, wie hoch ist dann die Sicherheitseinstufung für mich oder für uns als Unternehmen. Und hier habe ich jetzt eben wirklich die Was-ist-denn-passiert-Einstellung. Es ist eine wiederholte Aktivität von mindestens 10 Mal innerhalb von 5 Minuten. Und das ist dann eben entsprechend der Datei-Download. Hier kann ich jetzt einstellen, wie ich als Admin darüber informiert werden möchte. Hier steht jetzt, also ist jetzt nur angeklickt Create Alert, das heißt, es wird jetzt einfach nur in diesem Portal sozusagen ein Alert eingerichtet oder erstellt. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ich kann aber auch sagen, okay, vielleicht gibt es jetzt extreme Fälle von bestimmten Dingen, für die ich Policies erstellt habe. Da möchte ich direkt per E-Mail und auch noch per SMS benachrichtigt werden als Admin, damit ich dann sofort wirklich
mehr Action treffen kann oder mir das auch zumindest angucken kann. Zusätzlich kann ich aber auch sagen, wenn dieser Fall eintritt, dann ist das so hoch einzustufen, dass ich den Anwender direkt erstmal von Office 365 abkappen. Das heißt, er kann dann seine Umgebung nicht mehr, der kann sich dann einfach nicht mehr einloggen. Das heißt, er verliert jeglichen Zugriff auf die komplette Office 365 Umgebung. Das könnte ich, wenn ich jetzt hier sozusagen die Einstellung mache, dann würde genau das passieren. Das heißt, in dem Moment, wo dann eben Massendownload von X-Dateien stattfindet, wird der Benutzer automatisch von Office 365 erstmal deaktiviert und hat keinen Zugriff mehr. Wie granular kann ich das denn konfigurieren? Also kann ich da auf Benutzer, kann ich vielleicht sogar auf Gruppen? Was sind da mögliche Konfigurationen? Also hier, genau, also hier ist es ja erstmal, also hier bezieht sich das jetzt nicht darauf, wenn dieser eine Benutzer das und das tut, sondern genau. Hier ist es, wenn der folgende Fall eintritt, dann egal welcher Benutzer, tu bitte das. Wie granular kann ich das denn konfigurieren? Also kann ich da jetzt auch genau sagen, keine Ahnung, es gibt ja bestimmt Industrieunternehmen, die halt sagen, ich habe irgendwie Abteilungen, denen traue ich mehr IT-Kompetenz zu und andere IT-Abteilungen weniger. Da sind vielleicht diese 5 Downloads gar nicht so unüblich. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht, keine Ahnung, Geschäftsführung, Upper Management oder sowas, da würde ich vielleicht sogar diese Zahl reduzieren auf, keine Ahnung, 3. Ist sowas denn machbar? Also User oder Gruppen zu identifizieren? Ja, das kann ich auch machen. Also ich habe hier in dem Bereich sozusagen die Auswahlmöglichkeit zu sagen, dieser Fall unter folgenden Bedingungen. Und da kann ich dann tatsächlich, wenn ich jetzt hier mal runterscrolle, bei den Optionen auf das Thema User gehen und da dann wirklich auswählen, ob es von einer bestimmten Domäne kommen soll, aus einer bestimmten Gruppe oder wirklich von einem einzelnen User und sagen, dann in dem und dem Falle bitte User suspenden und in dem Fall, okay, einfach nur den Alert und dann sehe ich zwar, bekomme ich zwar die Information als Admin, muss da aber wahrscheinlich erstmal nicht mehr eingreifen. Das heißt, da kann ich auch tatsächlich granular dann die entsprechenden Einstellungen machen für diese Policies in meiner Umgebung. Genau, jetzt sind wir wieder in der Hauptoberfläche und jetzt würde ich einmal in die Alerts reingehen, also wo ich sozusagen ein Match hatte zu den einzelnen Policies, die bei mir eingestellt sind und hier dann tatsächlich die entsprechenden Benutzerinformationen hier habe. Also hier sehe ich dann auch immer direkt, okay, auf welche Policy bezieht sich das? Mass Download by Single User, das haben wir uns vorhin schon mal angeschaut. Hier Logon from a Risky IP Address und bekommen dann eben erstmal direkt einen Indikator, auf welche Policy bezieht sich das. Ich sehe hier auch direkt, was ist denn eigentlich die Severity von den einzelnen Alerts, die hier stattgefunden haben sozusagen. Und jetzt, da kann ich dann jetzt auch sagen, okay, ich möchte mir jetzt vielleicht erstmal nur High Severity angucken, weil das ist das, was für mich jetzt erstmal wichtig ist. Und jetzt schauen wir uns mal eine an. Nehmen wir mal den Mass Download. Gehen wir mal ein bisschen in die Details rein, weil ich jetzt hier besser verstehen möchte, was ist denn hier eigentlich passiert. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel die Informationen. Ich sehe, von welcher App sozusagen oder von welcher Umgebung der Download kam. Ich bekomme hier auch die IP-Adresse, bekomme eine Information über die Location der IP-Adresse, United States, California, kann dann vielleicht schon rückschließen, okay, der User befindet sich in der Regel in genau dieser Location. Das heißt, das sieht erstmal in Ordnung aus. Und kann jetzt hier auch nochmal das Ganze ein bisschen weiter ausklappen, um nochmal so ein paar zusätzliche Informationen wirklich an der Stelle zu bekommen, zum Beispiel Datum, Uhrzeit. Die Device-Type ist jetzt hier an der Stelle nicht mitbekommen, aber da bekomme ich ja wirklich nochmal einen super granularen Blick darüber, was ist denn hier eigentlich heruntergeladen worden sozusagen an der Stelle. Wenn es noch andere relevante Matches gibt zu diesem bestimmten User, dann sehe ich das hier unten auch nochmal. Also wenn es jetzt nochmal andere Alerts sozusagen für den gleichen Anwender gegeben hat und kann mir das dann auch nochmal im Detail anschauen. Wenn es jetzt für mich so aussieht als Admin, okay, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob das so passieren sollte. Ich kann den Anwender jetzt aber vielleicht gerade nicht erreichen und möchte jetzt tatsächlich erstmal höchste Sicherheit für die Umgebung sicherstellen, kann ich dann hier auch genau das, was wir gerade schon gesehen haben, was ich automatisiert einstellen kann, sagen, okay, ich möchte den Anwender jetzt erstmal aus der Office 365 Umgebung ausschließen, damit er erstmal weiter nichts machen kann, bis ich ihn tatsächlich erreicht habe und das Ganze geregelt habe. Also da habe ich dann jetzt auch noch, eben nochmal als Admin dann die verschiedenen Möglichkeiten zu sagen,
so, User jetzt raus, oder wenn meine Policy gewesen wäre, User wurde direkt suspended, ich habe ihn erreicht, hat gesagt, nee, alles gut, war tatsächlich ich, dann würde ich hier eben die Option haben, den User sozusagen wieder zu reaktivieren. Genau, und so bekomme ich jetzt einfach wirklich einen relativ guten Einblick darüber in die einzelnen Dinge, die hier eben passiert sind. Wir können uns jetzt vielleicht auch nochmal Login from a risky IP Address angucken, einfach weil da die Details natürlich ein bisschen anders aussehen. Sehe jetzt hier eben die Informationen zu der IP-Adresse, bekomme jetzt auch direkt Device-Type mitgegeben, den Browser, sehe jetzt hier, okay, warum ist es risky, es ist ein outdated Browser, das heißt, da ist vielleicht die Sicherheit auch an der Stelle einfach nicht mehr gegeben und habe dann da halt die entsprechenden Details einfach auch nochmal dazu. Das sind natürlich auch Sachen, die ich ja so sonst gar nicht mitbekommen würde. Ne? Also ich glaube, die wenigsten Kunden haben das Wissen im Hintergrund, um genau solche Auswertungen zu fahren, geschweige denn, dass sie ein System hätten, das das kann. Genau. Ja, und das also ist halt Teil von Office 365 der E5-Lizenzierung, Advanced Security Management. Das heißt, und da bekomme ich dann einfach diesen granularen Einblick in meine Umgebung, wenn ich die entsprechenden Policies einstelle. Und ich kann es eben wirklich genau so zuschneidern, je nachdem, was mir auch wichtig ist als Unternehmen. Ja, was möchte ich tracken, was möchte ich nicht tracken? Wenn ich zum Beispiel in SharePoint so eine hohe Sicherheit eingestellt habe, weil ich zum Beispiel alles RSM geschützt habe, und dann sage ich, ja, das ist mir eigentlich egal, wenn die das runterladen, weil sobald die irgendwie ihre Login-Credentials verlieren, können sie mit den Dateien eh nichts mehr anfangen. Ja, dann ist das vielleicht für mich als Unternehmen gar nicht mehr wichtig. Deswegen da auch an der Stelle die Möglichkeit wirklich zu sagen, jedes Unternehmen kann so konfigurieren, wie es möchte und nicht Microsoft gibt dir bestimmte und damit musst du leben. Und da sagt noch einmal die Cloud ist nicht sicher, ne? Das ist ja vollkommener Quatsch. Weil das ist ja so eine Riesendiskussion bei uns in Deutschland. Ne? Also ich weiß, die Amerikaner, die sind da ja alle ein bisschen offener und ein bisschen anders drauf, aber Deutschland ist ja da noch in vielen Punkten leider etwas zurückhaltend. Aber ich glaube mal, gerade wenn man solche Sachen sieht, das muss ja eigentlich das Herz eines jeden Security-Officers höher schlagen lassen. Absolut. Also ich denke auch, es ist gar nicht so sehr, also die Unterhaltung sollte wahrscheinlich gar nicht so sehr sein, ist die Cloud, also die Cloud ist unsicherer, weil man muss es ja schon auch mal aus der Brille sehen, dass es bei Microsoft tausende von Angestellten gibt, die dafür da sind, sicherzustellen, dass alles, was wir sozusagen an Kundenumgebung haben, sicher ist, dass da niemand reinkommt, dass das komplett geschützt wird und das auch komplett gemonitort wird. Die meisten anderen Unternehmen, deren Job ist es ja nicht, also deren Business ist es ja nicht, Sicherheit zu gewährleisten, sondern da gibt es halt ein, zwei Personen, die eben versuchen, eine sichere Umgebung aufzubauen. Und da hat man dann natürlich einfach schon, es ist natürlich direkt eigentlich eine ganz andere Kraft, die sozusagen dahinter steht. Aber klar, es ist natürlich, man gibt etwas aus der Hand. Ja, man fühlt weniger Kontrolle, weil der Server eben nicht mehr neben einem selbst steht. Und deswegen ist das natürlich mal gerade in Deutschland so eine Diskussion, weil man die Daten eben nicht mehr selber in der Hand hat, sozusagen. Ja, das ist richtig. Jetzt würde ich noch mal einmal ganz kurz ein bisschen auf eine Overview-Page gehen, also die ich jetzt hier an der Stelle auch sehe. Also das ist sozusagen so ein bisschen mein, also das sogenannte Cloud Discovery Board, was ich an der Stelle sehe. Und da bekomme ich ein paar relativ coole Informationen an der Stelle. 550 Cloud-Apps, die jetzt in meiner Umgebung gefunden wurden. Da gucken wir uns das gleich noch mal ein bisschen genauer an. Anzahl an Anwendern, Anzahl an IP-Adressen, was ich so an Traffic jetzt hatte und dann auch in welchen Kategorien die verschiedenen, also wo der Traffic sozusagen herkommt, also Collaboration, Webmail, Cloud Storage und bekomme hier nochmal so ein bisschen zusätzliche Informationen. Und was ich hier ganz spannend finde, ist das Thema Discovered Apps. Da gehen wir jetzt einmal rein und zwar ist der Begriff Shadow IT ja sicherlich für viele Unternehmen etwas, womit sie irgendwann schon mal umgegangen sind. Also heißt im Endeffekt, dass zum Beispiel die Marketingabteilung oder die Finanzabteilung braucht irgendein Tool unbedingt und hat jetzt keine Lust, über die IT zu gehen, weil dauert so lange oder sie wissen auch gar nicht, dass man eigentlich eine Alternative hat und fangen dann einfach an, irgendwas selber zu machen. Wir nutzen jetzt zum Beispiel Box als Cloud Storage statt OneDrive, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie OneDrive haben. Und dadurch
entsteht dann einfach sozusagen auch der Nutzen von bestimmten Cloud-Apps in meinem Unternehmen und das geht meistens an mir als IT komplett vorbei oder das Risiko besteht zumindest, dass das passiert. Und die Cloud Discovery hilft mir genau diese Informationen sozusagen zu entdecken, um zu sehen, okay, was wird denn in meinem Unternehmen eigentlich so benutzt an Collaboration-Apps? Das heißt, womit arbeiten meine Benutzer und habe ich da vielleicht auch ein Vehikel gegenzuwirken, um zum Beispiel zu sagen, hey, ihr benutzt vielleicht Box, das weiß ich, das sehe ich. Ich sehe dann auch, wie viel Traffic da zum Beispiel besteht. Wir haben doch aber Microsoft OneDrive, das ist geschützt, das ist von der IT supported. Da bekommt ihr auch von uns jegliche Unterstützung. Und dann da eben sozusagen proaktiv aufs Business zuzugehen und sagen, bitte auf OneDrive wechseln. Ja, und hier sehe ich dann sozusagen direkt im Überblick, was denn hier eigentlich so alles in diesen 505 Apps, die jetzt in dieser bestimmten Umgebung gefunden wurden, was denn da eigentlich von den Anwendern so alles benutzt wird. Und habe dann hier auch so ein paar Möglichkeiten, damit umzugehen, also zu sanktionieren oder auch wieder zu entfernen. Ja, oder auch wirklich die Applikation sozusagen mit meinem Unternehmen, da bewegen wir uns dann so ein bisschen in den Bereich Identity, zu verbinden. Das heißt, den Usern die Möglichkeit dann zu geben, mit der Unternehmensidentität dann wirklich auch auf diese Apps zuzugreifen und zu sagen, okay, ich verstehe, ihr braucht die, weil das wird jetzt gerade von nichts anderem abgedeckt, was wir euch unterstützen bieten können, aber es soll zumindest über das Identity-System, also wenn es jetzt eben auf Azure AD basiert, abzuwickeln und zu benutzen. Gutes Beispiel dafür ist immer so das typische Praktikant ist ins Unternehmen gekommen, war für den Sommer da, hat irgendeine Facebook-Seite errichtet für irgendeine neue Marketingkampagne, dann war der Praktikant weg und das Passwort auch und niemand kam mehr dran. Ja, weil es eben komplett außerhalb von irgendeiner Corporate Identity eingerichtet wurde, sondern eben einfach so separat. Und wenn ich dann Facebook zum Beispiel mit in das Thema Azure AD als gemanagte App mit reinnehme, was funktioniert, dann laufe ich eben in solche Probleme nicht mehr rein, weil ich das dann als IT managen kann, auch wenn der Praktikant weg ist. Das ist immer so ein ja, ganz schönes Anwenderszenario, was ich mal an der Stelle nenne, weil selbst schon erlebt. Wäre es auch möglich, Line of Business Apps damit reinzunehmen? Also ich weiß, dass wir tausende von Apps schon unterstützen. Wenn es jetzt eine selbstentwickelte Line of Business App ist, dann weiß ich nicht hundertprozentig, wie das aussieht, weil es dann eben in das ganze Thema Azure Identity wirklich reingeht, was dann zwar mit Office 365 zusammenhängt, aber nicht meine hundertprozentige Expertise ist. Ehrliche Antwort. Okay. Danke. Genau, und ja, also das ist so ein bisschen Advanced Security Management. Also da gibt es halt noch verschiedenste andere Möglichkeiten, wirklich in die Dienste, also wirklich zu schauen, was passiert dann eigentlich in meiner Umgebung und da eben auch einfach Kontrollmechanismen zu haben. Ja, ja klar, Cloud kann ich eben, habe ich nicht mehr so den die Verfügung darüber wie bei meinen eigenen Server, aber ich habe wirklich den kompletten Überblick darüber, wie benutzen das meine Anwender, von welchen Locations und habe hier eben verschiedenste Mechanismen, um da auch wirklich einzugreifen und sicherzustellen, dass meine Umgebung sicher bleibt und dass meine Daten eben da bleiben, wo sie auch wirklich sollen. Ja, dann würde ich jetzt sagen, können wir vielleicht nochmal uns ein, zwei Anwender-Themen anschauen, vielleicht ein, zwei coole Features. Ja, das ist immer eine gute Frage. Wie sieht das Ganze denn eigentlich für den Endanwender aus? Ist ja nett, wenn wir Admins ganz viel konfigurieren können und ganz viel einstellen können, aber wie nutzt man das Ganze denn dann? Genau, also ich werde jetzt natürlich nicht in jedes Feature mal einsteigen, was wir in Office 365 so drin haben, weil dann können wir den Call wahrscheinlich irgendwie für 8 Stunden aufzeichnen. Deswegen würde ich einfach vielleicht mal so ein paar Highlights hier an der Stelle zeigen, die vielleicht auch neu sind einfach für Endanwender. Weil klar, Mail hat jeder schon mal gesehen, das ist dann vielleicht eine etwas andere Oberfläche, aber das ist jetzt nicht so super spannend. Deswegen würde ich vielleicht einfach nochmal so ein paar, sag mal, neuere Experiences oder auch Features in Office 365 zeigen, die man jetzt vielleicht noch nicht so gesehen hat. Das erste davon, da gehe ich jetzt erstmal auf die sogenannte My Site. Also das ist sozusagen das Profil eines jeden Endanwenders, was jetzt auch eben dann eben meine Kollegen einsehen können. Das ist immer ein
bisschen anders ist. Also weil ich sehe jetzt hier zum Beispiel die Dokumente, an denen ich zuletzt gearbeitet habe. Und wenn ich jetzt mir eine andere Person anschauen würde, nehmen wir mal hier unten Isaiah, dann sehe ich hier zwar auch eine Ansicht von den Dokumenten, an denen er zuletzt gearbeitet hat. Aber hier ist ganz wichtig, ich sehe immer nur Dokumente, wenn ich tatsächlich auch darauf Zugriff habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Satya Nadella suchen würde bei uns in der Umgebung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein einzelnes Dokument sehe, wahrscheinlich gegen null, weil er natürlich jetzt nicht auf täglicher Basis irgendwie seine strategischen Dokumente und PowerPoint-Präsentationen mit mir teilt. Also das heißt, das ist da auch wirklich alles komplett reguliert und ich sehe immer nur Dinge, auf die ich auch wirklich Zugriff bekommen habe, weil sie jemand mit mir geteilt hat über eben SharePoint oder das persönliche OneDrive. Ja, dann bekomme ich hier eben so eine Kurzübersicht über die einzelnen Anwender, also hier mit ein paar Tagging-Optionen sehe, wofür ist er Experte, woran arbeitet er, kann mir das Profil dann auch nochmal im Genaueren anschauen. Wenn hier eben im AD entsprechend das Ganze gepflegt ist, auch wirklich die Organisationsstruktur, also wo hängt er eigentlich in der Hierarchie, wer ist der Reporting Manager, und bekomme einfach so ein paar grundsätzliche Informationen und sehe auch, mit welchen anderen Leuten arbeitet er dann regelmäßig zusammen. Also es ist relativ spannend. So, und jetzt würde ich noch mal einmal auf Delve zurückgehen. Und Delve ist immer, ja, also das ist ganz spannend, das Ganze zu erklären, weil es so ein bisschen eine neue Art und Weise ist, damit umzugehen, Inhalte bzw. Dateien zu finden, ohne dass man sie gesucht hat. Also das heißt, worauf Delve basiert, ist der sogenannte Microsoft Graph. Und der sammelt im Endeffekt Informationen darüber, wer ist dann eigentlich mein Netzwerk? Das heißt, mit wem bin ich regelmäßig in E-Mail-Kontakt, zum Beispiel über Exchange Online? Mit wem bin ich in Meetings über Skype for Business? Mit wem bin ich auf verschiedenen SharePoint-Seiten, zum Beispiel in einem Team? Oder wer hängt auch bei mir in der Hierarchie basierend auf den AD-Informationen? Das heißt, der Microsoft Graph sammelt quasi darüber, mit wem ich kommuniziere, Informationen und bildet so ein bisschen mein eigenes Netzwerk. Und Delve ist dann eine Erfahrung, die Dokumente visualisiert von meinem Netzwerk, basierend auf den Informationen, die eben der Microsoft Graph gesammelt hat und sagt, hey, daran arbeitet jetzt zum Beispiel gerade Lydia, das ist vielleicht für dich auch interessant. Und die Ansicht ändert sich auch eigentlich jeden Tag, weil sich natürlich, weil die Benutzer an irgendwas arbeiten, weil sich vielleicht auch mein Netzwerk so ein bisschen über Zeiten verändert. Das heißt, ich habe hier immer einen sehr aktuellen Blick darüber, was tut denn eigentlich gerade so mein Netzwerk und kann dann auch schauen, ist das gerade für mich vielleicht interessant, kann ich das wieder machen? Weil wenn ich so ein bisschen an meine alte Rolle zurückdenke in der Microsoft GmbH, da war ich Teil der Vertriebsorganisation und bei mir im Team hatten eigentlich alle die gleiche Rolle, mit dem kleinen Unterschied, dass wir alle verschiedene Kunden hatten. Wir haben aber natürlich ähnliche Unterhaltungen, Diskussionen mit den Kunden geführt. Das heißt, wir haben eigentlich immer fast dieselben Materialien wirklich verwendet. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege von mir schon irgendwas aufbereitet hat, dann war Delve, hat die Wahrscheinlichkeit, wenn er es mit dem Team geteilt hat, wieder dann irgendwann angezeigt, sodass ich dann sagen kann, ach super, das kann ich jetzt wieder verwenden bei meinen Kunden und brauche das gar nicht selber nochmal bauen. Und genau, die Erfahrung habe ich dann halt so ein bisschen in Delve. Ich kann hier auch mit Hilfe von Boards, kann ich sozusagen Dokumentensammlungen erstellen, an der Stelle, um dann wirklich zu sagen, ja, auf die Boards möchte ich zum Beispiel regelmäßig zugreifen, Kundendaten, Webmarketing, also je nachdem, was jetzt für mich gerade interessant ist. Und das ändert sich, wie gesagt, der Blick ändert sich täglich. So, und als Teil von Delve, beziehungsweise auch dem ganzen Thema Microsoft Graph, gibt es dann noch eine, neues Feature, neue Experience, die nennt sich My Analytics. Und da würde ich jetzt tatsächlich einmal wechseln in meine persönliche Ansicht. Das ist jetzt. Wir sehen Zahlen. Wir sehen, du arbeitest zu viel. Wir sehen Zahlen. Ja. Das war die kurze Woche. Das heißt, also My Analytics, vielleicht kurz zusammengefasst, ich beschreibe das immer so ein bisschen als das Fitbit für die Arbeit, wenn man so will, weil man kennt es ja heutzutage, wir tracken, wie viele Schritte wir am Tag gelaufen sind, dann gibt es irgendwie schon Wasserflaschen, die dann einem über die App sagen, wie viel Wasser hast du denn heute eigentlich getrunken? Ja. Und My Analytics ist so ein bisschen das Pendant dazu für die Verwaltung meiner Arbeitszeiten. So ein bisschen. Und ich kann hier eben auch an der Stelle mir Ziele tatsächlich einrichten. Bei Microsoft, wir verbringen extrem viel Zeit
in Meetings. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, das Ganze möchte ich irgendwie versuchen, ein bisschen zu reduzieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 15 einstelle, dann sehe ich, dann geht der Balken auch direkt auf lila. Nach Rot ist natürlich nicht so schön, deswegen haben wir das Ganze lila gemacht. Das heißt, ich hätte jetzt hier in der letzten Woche, weil das immer rückblickend ist, auf eine Woche vorher, mein Ziel an der Stelle nicht erreicht. Und die Stunden, beziehungsweise auch After Hours, ist immer basierend darauf, was ich jetzt als Kernarbeitszeiten in meinem Outlook sozusagen definiert habe, beziehungsweise auf meinem Exchange dann. Da sieht man ja dann auch immer im Kalender, wann die Verfügbarkeiten sind. Basierend auf den Informationen, die gucken wir uns gleich nochmal so ein bisschen an, bekomme ich jetzt hier auch ein sogenanntes Food for Thought. Also so ein paar Empfehlungen zum Beispiel, wie kannst du besser mit deiner Arbeitszeit umgehen oder basierend auf den Informationen, die wir gesammelt haben, dann sozusagen so ein paar Empfehlungen einfach zu treffen. Also hier wirklich auch sehr dediziert auf nah am Montag gebrochen. In den Meetings, wo ich jetzt zum Beispiel mit Heather drin bin, schreibe ich extrem viele E-Mails. Das heißt, ich mache eigentlich Multitasking und dann ist so die Frage, brauchst du wirklich so viele Meetings mit Heather? Ja, oder wenn du sowieso immer nur Multitasking machst in den Meetings, schau auch doch mal in deinen Meetingplan rein und guck, ob du das reduzieren kannst. Das sind dann halt so ein paar Tipps, die einfach basierend auf diesen Informationen dann mir angezeigt werden. Wichtig an der Stelle, nur ich sehe das. Das heißt, mein Manager darauf keinen Zugriff. Der Admin kann auch diese Informationen so nicht einsehen, sondern das ist wirklich mein persönlicher Blick, den nur ich als Endanwender so habe. Mein Manager könnte jetzt nicht hingehen und sagen, guck mal, ich sehe, du hast so und so viele E-Mail-Stunden oder Meeting-Stunden, tu doch mal was dagegen. Sondern es ist wirklich ein persönlicher Blick. Und dadurch, dass du dir ja im Endeffekt auch deine Ziele selbst setzen kannst, kannst du das ja im Endeffekt so ein bisschen an deine persönliche Komfortzone auch ranbewegen, ne? Genau. Hier unten dann nochmal so ein paar ganz spannende Informationen. Stay in touch. Also wer sind denn die Leute, mit denen ich in der letzten Woche am meisten Meetings oder auch E-Mails sozusagen an der Stelle hatte und separat so ein bisschen ausgerufen? Sehe ich hier immer du und dein Manager an der Stelle, ob ich jetzt One-to-One-Meetings zum Beispiel hatte, wo nur wir tatsächlich eingeladen waren. Response Time, also wie lange brauchte ich, um auf seine E-Mails zu antworten? 3,5 Stunden, mein Manager war schneller als ich. Ja, wenn ich ihm eine E-Mail geschrieben habe, dann nur 0,9 Stunden. Das würde ich ihm jetzt wahrscheinlich nicht sagen, nur wenn es andersrum wäre. Da musst du einfach sagen, dass er zu lange E-Mails schreibt, die dir zu viel Zeit abziehen, um die zu bearbeiten. So musst du es auslegen. Ja, wahrscheinlich. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Was ich auch immer super hilfreich finde, also da haben wir jetzt gerade gesehen, meine Top-Collaborators, mit denen ich halt jetzt viel zu tun habe. Was ist jetzt zu schnell? Was ganz spannend ist, Losing Touch, also Leute, mit denen ich zum Beispiel in der Vergangenheit extrem viel Kontakt hatte oder zusammengearbeitet habe, mit denen ich jetzt aber in der letzten Zeit irgendwie keine E-Mails mehr ausgetauscht hatte, keine Meetings mehr hatte. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Reminder. Vielleicht gab es ja noch ein Projekt oder irgendeine Info, wo ich jetzt Chris zum Beispiel eine Mail schreiben wollte und das ist einfach so ein bisschen so ein Reminder, vielleicht gibt es gerade Themen, an die du nicht mehr denkst und habe dann hier auch direkt die Möglichkeit zu sagen, E-Mail an Chris oder sogar direkt ein automatischen Meeting, also halbautomatisch, aber direkt über den Klick hier sozusagen ein Meeting einzurichten, um sozusagen ein Catch-up mit den entsprechenden Leuten einzustellen. Ja, und wir haben das gerade schon so ein bisschen gesehen bei dem Tipp, der oben stand mit Heather, Meeting Habits. Wenn ich hier mal in die Details reinschaue, dann sieht man hier tatsächlich, wie viel Multitasking man dann in welchem Meeting so betreibt oder also in den Meetings der letzten Woche. Und dann auch so ein bisschen, waren die länger als eigentlich geplant, ob es Konflikte gab oder auch in den Recurring Meetings. Was hier an der Stelle interessant ist, ist so ein bisschen das Thema, wenn ich ein Recurring-Meeting habe und jede Woche sehe, dass ich immer nur Multitasking betreibe, ist vielleicht die Frage, muss ich das jede Woche haben oder reicht es, wenn wir es vielleicht nur alle 2 Wochen machen? Ja, also das sind dann immer so ein paar interessante Insights, die ich dann an der Stelle gewinnen kann, wirklich zum Thema Meeting Habits, was mache ich eigentlich? Ich war jetzt wahrscheinlich nicht das Paradebeispiel, weil ich in fast jedem Meeting Multitasking offensichtlich betrieben habe in der letzten Woche. Ja. Und jetzt weiß es die ganze Welt und jetzt musst du dich bessern. Ja.
alle, ich glaube, ja, mal schauen. War ja nur die eine Woche. Also es bezieht sich, wie gesagt, immer nur auf die vergangene Woche. Das heißt, ich müsste jetzt dann tatsächlich oben die Zeitspanne verändern, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht anschauen, wie es vor 3 Wochen aussah. Das heißt, letzte Woche nicht optimal gelaufen. Ich glaube, mein Analytics muss man auch nochmal separat anschalten, oder? Ich habe nämlich hier mein Delph das erste Mal aufgemacht, um ehrlich zu sein. Fand das jetzt gerade sehr, sehr spannend, aber habe leider mein Analytics nicht. Also mein Analytics ist Teil von E5. Das ist nicht im Standard E3-Paket mit drin, sondern ist Teil der E5-Lizenzierung. Man kann es natürlich auch als Einzellizenz kaufen, also jetzt sagen nur, okay, wir haben E3, das ist super und wir wollen jetzt aber vielleicht für unsere Management-Ebene MyAnalytics haben oder auch für jeden im Unternehmen MyAnalytics, dann kann ich das auch nochmal separat sozusagen mit dazu lizenzieren. Es ist aber tatsächlich jetzt entweder nur in E5 drin, wenn ich dann das Komplettpaket meinem Endanwender gegeben habe oder wirklich als Einzelnes. Genau, und dann habe ich hier unten halt noch so ein paar zusätzliche Informationen, E-Mail-Habits, Focus-Habits, After-Hours, scrollen, so. Genau, und die ist dann eben auch runtergebrochen auf die einzelnen Tage. Das heißt, das ist immer so ein... sehr spannend. Ja. Das heißt, man bekommt dann immer so ein Weekly Breakdown, wenn man so möchte, und kann schauen, okay, wie waren denn so in der letzten Woche meine Habits und was gibt es da für Themen, an denen ich arbeiten sollte. Da kann man ja auch sehen, wann man dich am besten erreichen kann. Ne? So tagsüber bist du den ganzen Tag im Meeting drin. Gut, du bist so Meetcasten, sagst du zwar, aber so richtig den Kopf frei hast du dann eher so After Hours, wie man sieht. Ne? Oder, ja. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich möchte meinen My Analytics nicht sehen, so oft wie ich am Abend noch da sitze und aber Dinge bei dir ist es ja gar nicht After Hours, ne? Bei dir ist es ja wirklich Pre-Hours. Du bist ja irgendwie total der Frühaufsteher. Meine Working Hours sind von 0 bis 24 und bei Kim ist es vermutlich von 4 bis 23. Und ja, du bist ja auch nochmal. Ja. Bei mir geht nichts vor 7. Ja, die Stunden addieren auch leider nicht hin auf 40, ja, wie man es so kennt. Aber gut, wie gesagt, der Manager hat da ja erstmal keinen Einblick drauf, sondern das ist ja dann jedem selbst überlassen, wie man arbeitet und wie man auch seine After-Hours überhaupt einstellt. Also für den einen fängt After-Hours nach 20 Uhr an und bei dem anderen vielleicht schon um 16 Uhr. Cooles. Also bei mir geht nichts vor 7 und After-Hours beginnt bei mir dann ab Mittag so 3. Suppenkoma dann. Ja. Das kenne ich, wenn du mit dem Alex eine Veranstaltung machst, dann ist so ab Mittag, ne, musst du echt viel alleine machen. Ja, ich brauche mich mal ein bisschen, um wieder wach zu werden. Dann. Aber gegen Abend dann zum Bier werde ich wieder fit. Ja, super. Das sehr gut. Gerne. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Einblick, also vor allem in die Endanwender Experience an der Stelle, aber vielleicht mal ein, zwei neue coole Feature, von denen man auch gar nichts wusste. Und da, wie gesagt, da steht die IT, finde ich, absolut in der Pflicht, wenn man sich für Office 365 entscheidet, genau diese coolen Dinge auch wirklich ans Business weiterzutragen und zu sagen, schau mal, das sind Dinge, die können euch die Arbeit erleichtern oder auch einfach neue Einblicke schaffen. Du warst ja auch hoffentlich nicht zum letzten Mal bei uns. Hoffentlich. Nein. Super. Ich sage herzlichen Dank, oder wir sagen herzlichen Dank für deine Unterstützung und die tolle Präsentation. Bedanken uns bei unseren Zuschauern, Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.